Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une Vie Fralmande. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also falls euch das interessiert, abonniert gerne diesen Kanal und folgt mir auch auf Instagram. Dort heiße ich ebenfalls Une Vie Fralmande und poste täglich Stories aus meinem Leben in Lyon. Und im heutigen Video werden wir über die Schattenseiten am Leben in Frankreich sprechen. Wie immer vorab ein kleiner Disclaimer. Das Ziel dieses Videos ist nicht, Frankreich zu haten. Ich liebe Frankreich, sonst würde ich hier nicht wohnen. Aber wenn man auswandert, dann ja, lernt man ein Land ja dann auch nochmal ganz neu kennen. Und ich lebe jetzt hier schon 4 Jahre und da habe ich natürlich so ein paar Schattenseiten bemerkt. Ich habe aber auch mit Absicht andere Deutsche, die auch in Frankreich leben oder mal gelebt haben, gefragt, was so ihre Erfahrungen sind. Ich habe das auf Instagram gemacht, also falls ihr in Zukunft bei sowas mitmachen wollt, folgt mir gerne dort. Ja, der erste Punkt, der genannt wurde, und den habe ich, glaube ich, auch schon häufig genug genannt, ist deutlich höhere Preise für die meisten Dinge, vor allem aber für Lebensmittel. Also ich würde sagen, Lebensmittel kosten hier im Schnitt 20 bis 30% mehr, wenn ihr in einen normalen Supermarkt geht. Ihr könnt natürlich auch zu Lidl und zum Discounter gehen. Aber wenn man schon in Frankreich wohnt, möchte man ja vielleicht auch eher in etwas schöneren Supermärkten einkaufen. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall viel mehr Budget einplanen. So als kleine Idee, also ich habe in Paris für mich ganz alleine im Monat mindestens 250 Euro für Essen ausgegeben. Die Preise sind auch unterschiedlich, je nachdem, wo ihr wohnt. Also in Paris sind die Lebensmittel auch nochmal ein bisschen teurer als im Rest von Frankreich. Aber es wird nirgendwo so sein, dass es genauso günstig ist wie in Deutschland. Deutschland ist da einfach wirklich Meister in den Discountpreisen und da kann kaum ein Land mithalten. So, der nächste Punkt, der genannt wurde, war, junge Menschen haben es schwieriger als in Deutschland Arbeit zu finden. Hohe Jugendarbeitslosigkeit. Ja, das habe ich auch schon häufiger erwähnt. Also Frankreich hat eine wirklich sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit schon seit einigen Jahren, eigentlich auch schon seit der Wirtschaftskrise 2008. Und ja, man merkt einfach, dass es auch viele Jugendliche hier gibt, die irgendwie ein bisschen perspektivlos sind. Das sind eben auch oft Leute, die eh schon in ziemlich benachteiligten Vierteln aufwachsen, in der sogenannten Banlieue, wie man das in Frankreich nennt. Und man merkt, dass daraus eben auch viele soziale Spannungen resultieren. Das liegt jetzt nicht nur daran, aber allgemein würde ich auch sagen, hat Frankreich viele soziale Spannungen. Man merkt das sehr stark und seit der Corona-Krise merkt man auch, dass die Leute noch schlechter gelaunt sind. Und ja, das trifft eben gerade Leute, die eh schon benachteiligt sind. Aber eben nicht nur. Ich kenne auch Leute, die kommen aus einer super Familie, aus einem tollen Viertel und haben trotzdem einen sehr, sehr schwierigen Jobeinstieg gehabt. Und ja, ich glaube, dass viele Jugendliche entweder mit einem schlechten Gehalt einsteigen oder wirklich Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Kommt natürlich auch total auf die Branche an. Also wenn ihr jetzt Medizin studiert oder Ingenieurswissenschaften oder Informatik, dann habt ihr es wahrscheinlich leichter, als wenn ihr jetzt, so wie ich, Geisteswissenschaften studiert. Aber allgemein kann man schon sagen, dass ja, Jugendarbeitslosigkeit und auch Arbeitslosigkeit allgemein in Frankreich ein höheres Problem ist als in Deutschland. Und was auch stimmt, ist, dass die Gehälter niedriger sind, eben vor allem bei jungen Leuten und vor allem beim Berufseinstieg. Ich glaube, später im Leben gleicht sich das ziemlich aus. Also ich glaube, wenn ihr jetzt einen Franzosen fragt, der schon seit 30 Jahren in seinem Job hat, dann wird er sich gar nicht so sehr beschweren. Ja, der nächste Punkt ist oft sehr alte Häuser und Wohnungen, in denen der Wohnkomfort gering ist. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe immer in ziemlich alten Wohnungen gelebt, sowohl in Paris als auch in Lyon. In Straßburg war ich in einer relativ modernen Wohnung. Also es gibt auch moderne Wohnungen. Aber es stimmt natürlich, dass Frankreich viel mehr Altstädte hat als Deutschland, weil in Frankreich einfach weniger zerbombt wurde. Das heißt, es gibt hier einfach Häuser, die sind schon Jahrhunderte alt und in einem dementsprechenden Zustand. Und ja, also ich habe schon von Leuten gehört, dass sie eine Toilette haben, die 100 Jahre alt ist. Und ich hatte zum Beispiel wahnsinnig oft Probleme mit Wasser. Also die Klospülung ist ständig kaputt gegangen, das Waschbecken hat ständig getropft in jeder Wohnung, in der ich gewohnt habe. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt überall anders ist. Also ich glaube, ich habe in München zum Beispiel und auch in Berlin auch schon ziemliche Absteigen gesehen. Aber ja. Man hat in Deutschland halt häufiger Neubau und häufiger große Wohnungen und was hier eine Einzimmerwohnung ist, ist halt unbedingt ungefähr die Hälfte von dem, was eine Einzimmerwohnung in Deutschland ist. Also stimmt schon, Wohnkomfort hat man vielleicht dann doch eher in Deutschland. Der nächste Punkt kommt von einer Freundin von mir. An der Kasse ewig anstehen, weil alle in Zeitlupengeschwindigkeit arbeiten. Die hohen Preise und die vielen Streiks. Ja, über die Preise haben wir schon geredet. Über die Streiks habe ich ein ganzes Video gemacht, kann ich euch gerne hier einfach mal verlinken, warum Franzosen so gerne streiken.
An der Kasse ewig anstehen, oh ja, das stimmt. Ich muss aber zugeben, dass ich ein Fan davon bin. Ich mag das, denn in Deutschland hat mich das immer wahnsinnig gestresst, wenn man an der Kasse steht und die Kassierer so alles ratzfatz über das Band hauen und man kaum hinterherkommt und am Ende hat man das Gefühl, man ist Marathon gelaufen. Deshalb hier ist das alles ein bisschen entspannter. Aber ja, stimmt, wenn man es eilig hat, sollte man nicht einkaufen gehen in diesem Land, weil man teilweise wirklich eine halbe Stunde in der Schlange verbringt in einem großen Supermarkt. Dann haben sich ganz viele beschwert, dass es in Frankreich keinen DM gibt. Das Video ist nicht gesponsert von DM, aber ja, ich bin ein großer DM-Fan, muss ich auch zugeben. Ich denke, alle Deutschen lieben DM. Es gibt in Frankreich tatsächlich keine Drogerien in dem Sinne. Also nicht das, was wir in Deutschland unter einer Drogerie verstehen. Es gibt keinen Laden, wo es nur Kosmetikprodukte gibt und das zu einem günstigen Preis und dann noch irgendwie gemischt mit Bio-Lebensmitteln und Regenschirmen und Schmuck und was man alles bei DM kaufen kann. Diese Art von Laden habe ich hier noch nie gesehen und wenn, dann ist es zumindest keine Kette, sondern irgend so ein Einzelladen. Also ja, es gibt keine Drogerien. Es gibt hier sogenannte Parapharmacien. Das sind eigentlich Apotheken, in denen man auch so Shampoo kaufen kann, aber das sind meistens ziemlich teure Marken. Also da gibt es kein sowas wie Balea gibt es da nicht. Und Franzosen kaufen ihre Kosmetikprodukte tatsächlich meistens im Supermarkt. Und das war's. Und ich habe darüber auch schon oft mit Franzosen geredet und sie meinen, sie finden das so gut und sie haben keine Lust, in einen extra Laden zu gehen. Also sie haben, glaube ich, eher so diesen Convenience-Gedanken, einmal in den Supermarkt und alles kaufen, zumindest was Kosmetik betrifft. Und das war's. Und in Deutschland möchten wir diese Dinge gerne in einem Extraladen kaufen. Ich weiß nicht warum, das ist einfach eine Mentalitätsfrage. Und ja, das nächste fand ich lustig. Die Papierfresser am Eingang jedes staatlichen Büros. Man muss alles doppelt haben, just in case. Ja, es gibt so eine französische Eigenart, dass man bestimmte Dokumente grundsätzlich und immer braucht. Zum Beispiel braucht man immer irgendwie einen Wohnnachweis, das ist meistens die Stromrechnung oder eine Mietzahlungsquittung oder sowas. Und die muss man irgendwie grundsätzlich und für alles immer dabei haben, weil es nämlich in Frankreich kein Meldeamt gibt. Das heißt, auf deinem Ausweis steht nicht unbedingt dein aktueller Wohnsitz. Und die einzige Art, das nachzuweisen, ist eben über eine Stromrechnung auf deinen Namen beispielsweise. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Formulare, die eigentlich immer wieder gefragt werden und am Anfang weiß man das noch nicht. Und am Anfang steht man immer dumm da, wenn man einen Termin hat bei der Bank oder bei irgendeiner Behörde und man hat einfach nicht die richtigen Dokumente. Mit der Zeit habe ich gelernt, einfach immer alles dabei zu haben, just in case, weil selbst wenn die euch vorher eine Checkliste geben mit Dokumenten, die ihr mitbringen sollt, die werden immer noch einen Grund finden, doch noch dieses oder jenes Dokument zu wollen. Und selbst wenn du dann sagst, hören Sie mal, das steht nicht auf der Checkliste, die ich vorher bekommen habe. Das ist denen sowas von egal. Die werden das trotzdem verlangen. Und deshalb habe ich wirklich inzwischen dann immer so einen Ordner dabei mit allen erdenklichen Unterlagen, die man nur besitzen kann. Just in case. Ich muss aber auch dazu sagen, man schimpft viel über die französische Bürokratie, aber die deutsche Bürokratie ist auch furchtbar. In Deutschland, Papierberge, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, weil in Deutschland darf man ja irgendwie nie irgendwas per Mail schicken. Man muss immer alles per Post schicken und immer alles ausdrucken und 20-seitige Dokumente ausdrucken am besten und dann noch das Porto selber zahlen. Und in Frankreich kann man viele, viele Dinge inzwischen online machen. Insofern nehme ich die französische Bürokratie, was das betrifft, auch oft in Schutz. Und ja, jeder, der schon mal etwas mit dem BAföG-Amt zu tun hatte in Deutschland, weiß, wovon ich spreche. Ein Albtraum. Wirklich ein Albtraum. Okay, der nächste Punkt ist sehr interessant. Die Nationalhymne und ihren unglaublichen Stolz aufs Vaterland. Ja, das ist natürlich aus deutscher Sicht alles sehr schwer nachvollziehbar. Wir haben ja in Deutschland aufgrund unserer Geschichte nicht so einen ausgeprägten Nationalstolz, beziehungsweise wir finden das nicht in Ordnung, den so nach außen zu tragen. In Deutschland hängt man ja zum Beispiel, wenn nicht gerade Fußball-WM ist, jetzt nicht unbedingt eine deutsche Flagge in seinen Garten, außer man ist einer bestimmten politischen Gesinnung treu. Aber wir sind ja eher sehr vorsichtig mit nationalen Symbolen und Nationalstolz. Und Frankreich hat natürlich nicht die Geschichte, die Deutschland hat. Und Franzosen haben tatsächlich ein etwas nationalistischeres Weltbild vielleicht auch und sind sehr stolz auf ihre Kultur. Das gilt natürlich nicht für alle. Also ich kenne auch Franzosen, die ihre eigene Nationalhymne kritisieren und auch ein bisschen komisch finden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angehört habt, aber diese Nationalhymne, der Text ist so ein bisschen sehr militärisch, klingt ungefähr wie aus dem Mittelalter oder so und ist einfach komisch, dass man das heute noch so singt. Und es gibt auch unglaublich viele so
ja, einfach militärische Gedenktage und Zeremonien und auch die Militärparade zum 14. Juli, zum Nationalfeiertag. Da kommt die Armee und es gibt eine riesige Parade mit irgendwelchen Kampfjets, die über den Himmel fliegen. Und als Deutsche steht man da und denkt sich so, oh mein Gott, das erinnert mich jetzt irgendwie an den Krieg. Ja, der nächste Punkt, Geschäfte schließen häufig schon um 18 Uhr. Ja, ja und ja, selbst in so Städten wie Lyon und Paris. Also jetzt nicht so Dinge wie H&M oder so, ne? Aber so kleine Boutiquen, die schließen wirklich häufig um 18 Uhr und auch viele Cafés, also so Hipster-Cafés, die schließen irgendwie manchmal um 5 oder um 6 und du denkst dir, eigentlich würde ich da um diese Zeit schon noch ganz gerne irgendwie ein Stück Kuchen essen oder eine heiße Schokolade trinken und es ist dann schon zu. Ich habe auch schon mal erwähnt, also auch so die öffentlichen Verkehrsmittel, also die letzte Metro in Lyon fährt um Mitternacht und in Paris, glaube ich, um 12:30 oder 13:00, je nachdem, ob unter der Woche oder am Wochenende. Franzosen haben nicht die großzügigsten Öffnungszeiten, aber ein großer Vorteil ist, dass hier viele Dinge am Sonntag geöffnet haben. Also in Paris ist am Sonntag immer fast alles offen. In Lyon sind zwar normale Läden zu, aber man kann immer noch einkaufen und ich glaube, selbst in jedem französischen Dorf, diese kleinen Supermärkte, die haben immer sonntagmorgens zumindest noch auf, Bäcker haben auf und das ist also nicht so schlecht. Dafür haben viele zum Beispiel am Montag zu, also viele kleine Boutiquen und auch Cafés sind montags zu. Das ist sehr untypisch, das ist in Deutschland überhaupt nicht so. Und ich vergesse es immer wieder, ich vergesse es wirklich immer noch nach 4 Jahren. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich montags irgendwo hin will und dann merke, es ist zu. Und ich denke mir, was ist doch Montag? Dann wurde noch gesagt, eine zu hierarchische Arbeitskultur. Ja, davon kann ich ein Liedchen singen. In meinem letzten Job ging es auch ziemlich hierarchisch zu. Es stimmt schon, dass Franzosen noch so ein sehr traditionelles Managementverständnis haben. So im Sinne von, ich habe einen Manager und mein Manager hat noch einen Manager und dann gibt es noch den Manager vom Manager und ich als kleine Angestellte habe gar nichts zu sagen. Also das gibt es schon noch in vielen Unternehmen und auch in der öffentlichen Verwaltung. Man findet das natürlich schon und gerade in etwas kleineren Betrieben, da geht es natürlich auch familiärer zu, aber in großen französischen Konzernen, ja, da ist es doch oft sehr hierarchisch und noch mehr als in Deutschland auf jeden Fall. So, der nächste Punkt, da kann ich auch ein Liedchen von singen. Vegetarier und Veganer werden nicht so sehr akzeptiert und es gibt weniger Auswahl an Produkten. Oh ja, also deshalb fehlt mir DM auch so sehr oder auch sowas wie Alnatura. Also diese Auswahl an vegetarischen, veganen oder auch Bioprodukten, die hat man hier nicht. Es gibt schon immer mehr Sachen, aber es wird auch vieles aus Deutschland zum Beispiel importiert und ist dementsprechend teuer. Und was man auch dazu sagen muss, Franzosen haben oft wenig Verständnis für Vegetarismus und für Veganismus sowieso schon mal gar nicht, beziehungsweise wissen gar nicht, was das ist. Also wenn ich sage, ich bin Vegetarierin, dann werde ich meistens gefragt, ach so, aber du isst Fisch, oder? Also es gibt irgendwie wenig Leute, die wirklich verstehen, was das ist. Und in den Städten, da ist das schon okay. Also Lyon, Paris war jetzt kein Problem. Da gibt es auch inzwischen vegane Restaurants und all diese Dinge. Aber wenn man aufs Land geht und man geht zum Bäcker und will so ein belegtes Baguette, es gibt meistens einfach keine vegetarische Option, also nicht mal Käse. Franzosen sind Meister darin, überall Fleisch oder Fisch unterzujubeln. Ich habe mal eine Gemüsequiche gekauft und dann war da Salami im Boden eingebacken. Und ich mir denke so, warum? Und warum stand das da nicht? Also nur so als Beispiel, das war auch auf dem Land. Ja, und also sie haben auch überhaupt nicht so diesen ethischen Gedanken, den, glaube ich, die meisten Deutschen einfach nachvollziehen können. Also meistens, wenn ich sage, ich bin Vegetarierin, dann wird erstmal so gefragt, wieso? Also sie kommen gar nicht auf die Idee, warum man das machen könnte, nämlich aus ethischen Gründen oder fürs Klima oder so. Ja, also ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei vielen Leuten hier einfach nur nicht so vorhanden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, in Deutschland gibt es auch solche Leute, oder die irgendwelche dummen Kommentare machen. Aber hier ist es eher so ein grundsätzliches Unverständnis vieler Leute. Aber ich glaube, das ändert sich auch. Also inzwischen gibt es zum Beispiel in Kantinen häufig ein vegetarisches Gericht. Das war, als ich 2014 das erste Mal in Frankreich war, noch überhaupt nicht so. Also es fängt langsam an und man bekommt immer mehr Optionen und die Leute wissen immer mehr, was es ist. Also ich denke mal, in 3, 4, 5 Jahren wird sich das Ganze auch schon verbessert haben, auf jeden Fall. Ach ja, und was ich auch noch dazu sagen wollte, also viele Franzosen haben auch so diesen Gedanken, dass das ungesund ist. Also in Deutschland würden, glaube ich, die wenigsten Leute vermuten, dass Vegetarismus ungesund ist. Bei Veganismus vielleicht schon eher, aber in Frankreich, wenn du Vegetarier bist, dann denken die schon, du bist ungesund, dir fehlt was, du hast also irgendwelche Mangelerscheinungen.
Also das hat hier auch nicht so diesen healthy-Ruf wie in Deutschland beispielsweise. Der nächste Punkt, ja, das stimmt auch, arbeiten bis in den späten Abend, Hauptsache als letztes aus dem Büro gehen. Ja, es gibt in Frankreich noch so diese Tendenz, Hauptsache ich bin der Letzte, der geht, weil dann denkt der Chef, ich bin motiviert, auch wenn ich in Wahrheit auf Facebook bin. Also es gibt so dieses einfach noch da rumsitzen am Arbeitsplatz, obwohl man nichts mehr zu tun hat, weil man glaubt, dass man dann irgendwie besser dasteht als die anderen Kollegen. Diese Mentalität, die gibt es hier schon noch sehr häufig, also zumindest in den großen Städten. Und ja, es gibt wirklich Franzosen, die bis 21 Uhr im Büro sitzen und eigentlich gar nichts machen, aber Hauptsache sie sitzen da und gehen dann als letztes nach Hause. Man nennt das auch, glaube ich, Präsentéisme oder so. Also es gibt so ein richtiges Wort, also so Anwesenheitskrankheit quasi. Der nächste Punkt, Rauchen ist auf den Terrassen erlaubt. Als Nichtraucher leidet man da schon dran. Ja, also die betreffende Person kommt aus Paris. In Paris auf der Terrasse sitzen als Nichtraucher, ja, habe ich noch nie verstanden. Man wird eigentlich nur voll geraucht und gleichzeitig noch von Autoabgasen belästigt. Insofern habe ich, ja, ich mag das nicht besonders. Ich weiß aber gar nicht, ob man, darf man in Deutschland auf Terrassen nicht rauchen? Ich glaube schon, oder? Aber es ist meistens nicht so eng in Deutschland. Insofern kriegt man das da nicht so mit. Es stimmt schon, in Frankreich wird man häufig voll geraucht. Allgemein rauchen Franzosen auch mehr, auch statistisch gesehen. Und auch gerade junge Leute rauchen wirklich sehr viel. Und ja, also in Bars, Cafés und so weiter, nein, nein, da wird auf keinen Fall noch geraucht. Aber auf Terrassen auf jeden Fall. Und auch immer so vor Eingangsbereichen von öffentlichen Gebäuden. Wenn ihr hier in eine Schule geht oder in eine Uni geht, dann müsst ihr immer erstmal durch so eine Rauchwolke durch. Ja, der nächste Punkt, Umweltbewusstsein kaum existent, also Recycling, Plastik, Fleischkonsum. Ja, geht ein bisschen in die Richtung Vegetarismus und Veganismus. Ich habe schon das Gefühl, dass es inzwischen langsam hier so ankommt. Aber es gibt zum Beispiel hier kein Flaschenpfand oder so, sondern man wirft Flaschen halt in den Müll. Mülltrennung gibt es theoretisch, aber auch nicht überall. Und das System ist so kompliziert, dass die meisten Leute es nicht verstehen. Und auch nicht jeder hält sich dran. Und allgemein, ja, Umweltbewusstsein ist hier nicht so ein Ding wie in Deutschland, aber ich glaube, dass Deutschland wirklich auch so ein wirklicher Vorreiter, also ich glaube, es gibt kaum ein Land, was so krass Sinn für Ökologie hat wie Deutschland. Und ja, das ist hier nicht so stark vorhanden, aber immer mehr, also es gibt hier viele junge Leute, die sich auch fürs Klima engagieren und so, also das existiert immer mehr. Ja, dann nochmal Administration, Bürokratie, vor allem diese ce n'est pas possible Einstellung. Wie oft ich schon den Satz ce n'est pas possible gehört habe, zu Deutsch, das ist nicht möglich. Es gibt so im Dienstleistungsbereich und auch in der Administration bei vielen Leuten eine, ja, Null-Bock-Einstellung, kann man glaube ich schon so sagen. Nicht bei allen, wie immer, aber es gibt hier überdurchschnittlich viele solcher Menschen, die einfach keine Lust haben, ihre Arbeit zu machen oder sich nicht wirklich verpflichtet fühlen, dir zu helfen und dann einfach sagen, dass etwas nicht möglich wäre, obwohl es eigentlich schon möglich wäre, wenn sie es einfach täten. Ich habe inzwischen gelernt, damit umzugehen. Der Trick ist, einfach so lange nerven, bis sie aufgeben, immer wieder anrufen, immer wieder nörgeln oder einfach jemand anderen um Hilfe bitten und so lange nach jemandem suchen, bis ihr jemand findet, der euch hilft. Ich würde vielleicht noch so ein paar Dinge ergänzen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Das muss niemand so sehen, wie ich das sehe. Das erste wäre, dass Frankreich ein sehr, sehr zentralisiertes Land ist mit einem sehr mächtigen Staat und auch einem ziemlich mächtigen Präsidenten. Und es werden einfach hier häufiger Entscheidungen über deinen Kopf hinweg getroffen. Und die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist dann meistens eben streiken, demonstrieren, weswegen es hier eben auch manchmal so ein bisschen hoch hergeht. Genau, das ist auf jeden Fall ganz anders. Ich glaube, in Deutschland wird immer erstmal so ein bisschen diskutiert und dann wird 1000 Jahre lang verhandelt. Hier kommt jemand und sagt, so machen wir es. Und dann sagen die Franzosen, nein. Und dann gibt es monatelang Stress und dann am Ende wird das Ganze entweder fallen gelassen oder trotzdem durchgesetzt. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Politik. Dann ein weiterer Nachteil, das muss man vielleicht auch einfach so sagen. Ich glaube, wenn man ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis hat, ist man vielleicht in Deutschland auch noch mal besser aufgehoben. Also, wie ich schon gesagt habe, in Frankreich gibt es viel mehr, oder zumindest aktuell finde ich, mehr soziale Spannungen. Es gibt einfach so oft Jugendliche, die irgendwelche Motorräder anbrennen, irgendwelche Autos anbrennen. Es gibt hier mehr Taschendiebe. Gut, von den Anschlägen 2015 brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie reden. Habt ihr selber mitbekommen. Also das ist kein, wie soll ich sagen, es gibt immer schlimmere Länder, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt in Frankreich immer fühlt, als ob man
in Watte gepackt ist und alles ist rosa-rot. Also hier gibt es genauso soziale und politische Probleme wie in vielen anderen Ländern. Und ich würde sagen, tendenziell ein bisschen mehr als in Deutschland. All diese Dinge, bitte bedenkt immer, ich habe auch meinen Städterblick. Ne? Ich habe immer nur in großen Städten gewohnt. Ich habe nie in einem kleinen französischen Dorf gewohnt. Wenn ihr irgendwo auf dem Land in der Bretagne wohnt, müsst ihr euch keine Gedanken um Taschendiebe machen. Ja, und natürlich, wenn ihr gerne Regeln mögt und wollt, dass Regeln permanent eingehalten werden, dann ist Frankreich vielleicht auch nicht das richtige Land. Da gibt es viele Regeln, aber genau, wie ich gesagt habe, Franzosen interpretieren Regeln gern so, wie sie wollen und halten sie auch nicht immer ein. Und damit muss man umgehen können. Ich persönlich möchte mich auch nicht immer strikt an alle Regeln halten, deshalb für mich passt das. Aber natürlich gibt es manchmal Momente, wo ich mir denke so, könnt ihr euch einfach mal an was halten? So, das ist eigentlich alles, was ich zu Schattenseiten am Leben in Frankreich sagen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euren Erfahrungen zu hören in den Kommentaren. Und ich sage euch tschüss, au revoir, à la prochaine!